Lol, da ist Westen. Okay. Das heißt, mein Zuhause liegt in der Richtung hier. Das ist schon mal interessant. Also an der Sonne kann man sich zumindest ein bisschen orientieren. Das heißt, ich habe einfach irgendwo mal eine 90-Grad-Kurve gemacht und bin hier gelandet. Oh Gottes Willen. Super. Das ist echt optimal gelaufen. Mann. Warum kann nicht einmal was klappen? gut. Heißt, meine Burg liegt vermutlich irgendwo da hinten? Könnte hinkommen, ne? Ja, egal, jetzt warte ich erstmal auf das Tages, weil da unten hopst ein Creeper rum. Hier ist irgendein Fleck auf dem Bildschirm. Es wird langsam heller. Boah, Gott sei Dank. Ey, diese Nächte. Ich renne jetzt erstmal dann nur in die Richtung hier weiter da. Und ich fange jetzt an zu laufen. Es wird langsam hell. Es spawnen keine neuen Monster mehr. Das Einzige, was ich bisher sehe, ist ein Creeper. Da wird schon nichts passieren. Wow. I'm impressed, ich habe einen Creeper getötet. So. Da unten ist schon mal das, was ich eigentlich suchte. Unter anderem. Okay, gut. Haben wir jetzt erstmal voll gegessen. Oh, da ist sogar noch mehr von dem, was ich suche. Diesmal haben wir was anderes. Nämlich Lehm. Fehlt nur noch ein Kaktus, dann bin ich wieder glücklich. Na bitte. Gefunden. Als ob das Ding einfach schon Schaden genommen hat. Vor allem woran denn? Das ist ja toll, ey. Boah. Egal, so. Dann suchen wir jetzt ein paar Kühe und Rüstung machen wollen weiterhin, weil wegen mehr Rüstung. Gleich weniger Schaden, gleich mehr gut, heil weniger Tod. Oh ja, diese Argumentation. Sie ist so umwerfend. Okay. Also in diese Richtung hier liegt zumindest mal unser Zuhause. Faszinierend. Aber erstmal die Kakteen nehmen wir natürlich gerne mal mit. Weil sie cool wichtig sind. Warte mal, sind wir hier nicht vorhin? Und hä? Davon abgesehen, dass diese Musik einfach so wunderbar zu diesem Spiel passt. Ja, doch, hier sind wir vorhin rüber gelaufen. Hä? Davon geht die Rüstung auch kaputt. Okay. Alter, was für eine epische Welt das hier ist. Gut, aber ich suche eigentlich mehr Lehm, weil mehr Lehm sinnvoll ist für das hier. Aber ich finde nichts.
Davon abgesehen wäre auch die Stelle, wo ich vorhin gestorben bin, sehr schön. Kann nämlich eigentlich auch sein, dass ich einfach nur vorhin weitergelaufen bin als beim letzten Mal. Und wir haben nicht alle Lehmbälle eingesammelt. Das war auch intelligent. Sobald wir Fackeln sehen, ist das eigentlich gar kein so schlechtes Zeichen. Okay, jetzt renne ich wieder gegen Westen. Das ist eigentlich die Richtung, wo ich nicht hin sollte, glaube ich. So. Also in die Richtung bin ich hier ursprünglich losgelaufen, ja. Weiß ich, das könnte sein, dass ich mich hierin sogar erinnere. Das weiß ich nicht, aber... Nee, es ist auch nicht das Richtige. Gut. Wie gesagt, vermutlich liegt mein Zuhause irgendwo da hinten. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht, wo mein Zuhause liegt. Ich habe keine Ahnung davon. Okay. Ich weiß es echt nicht mehr. Wo ist das denn? Einfach einerseits will ich ja nach Hause. Oh Gottes Willen. Andererseits würde ich halt vorher noch gerne ein paar Sachen suchen. Okay. Cooles Tal. Also diese Map hat allgemein so geile Täler. Ja, ich komme eigentlich aus der Richtung, wo die Wolken ziehen. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen, ne? Weiß ja nicht, seit dem Absturz habe ich keine Ahnung mehr, wo meine Sachen waren. Boah, diese Höhle. Das ist eine coole Höhle. Gehe ich jetzt aber nicht rein. Sonst habe ich endgültig keine Ahnung mehr. Ich könnte mich halt auch einfach irgendwo auf den Berg stellen und suchen nach Zeichen von mir. Woher ich gekommen sein könnte. Oh mein Gott. Ansonsten kann ich noch hoffen, dass es den Kompass schon gibt, der mich heimlotst. Dieses Gelände sagt mir rein gar nichts, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier schon mal war oder nicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Absolut alles ist hier möglich. Vielleicht ist das auch der Ausgang meines Tals. Vielleicht auch nicht. Ich bin in eine Höhle gefallen. Auf jeden Fall super hier. Erstmal ein Schnitzel. Boah, wo bin ich?
Okay, ich sehe, ich schaue zumindest schon mal fast aus wie altes Gelände. Relativ wenige, oh. Relativ wenige Bäume und keine großen Bäume. Ja, nee. Auch noch ein Ozean. Hey, what, wo bin ich denn jetzt schon wieder hin? Ich werde nie wieder nach Hause finden. Ich glaube, ich muss mich. Ich glaube, ich glaube, ich. Ich weiß einfach gar nicht, wo ich hin muss. Ich habe nicht den Hauch einer geringsten Ahnung. Und es ist stockdunkel unter Wasser. Ich will nicht wirklich rein. Okay, das könnte aber jetzt wirklich schon fast in Richtung dahin gehen, wo wir herkamen. Und waren nämlich zwei oder drei sehr dichte Baumketten. Und die habe ich da vorhin, glaube ich, auch schon gesehen. Wenn nicht, dann nicht. Da liegen hier überall wieder Setzlinge rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kleine Seen, eine Kuh. Oh je, mini. Wie soll ich jemals wieder nach Hause finden? Heidewitzka, okay. Gut, ich glaube, wir haben uns jetzt offiziell wirklich verlaufen. Ja, davon sehe ich. Je. Ich bin hier falsch. Ich bin ja völlig falsch. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Warte mal, habe ich hier nicht angefangen zu laufen? Nee, sieht doch alles gleich aus. Hey, what? Aber da geht doch die Sonne unter und da geht der Mond auf, oder? Oder wo geht der Mond auf? Schon da hinten, ne? Ja. Als ich, wenn ich loslaufe, stehe ich so auf der Burg. Dann geht da dies. Dann geht da die Sonne unter. Das Tal liegt in der Richtung. Das heißt, wenn ich in die Richtung gehe, müsste ich ja eigentlich wieder zurückkommen, oder? Oder bin ich schon zu weit? Ey, nee, dann kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Wo zum Geier bin ich? Oh, je, meine. Also, hier sind zumindest schon mal Tonnen an Sand. Das ist gut zu wissen. Come on. Ich bin gerade echt ein bisschen verzweifelt, muss ich sagen. Oh, Jägerle, Hilfele. Zwar kann ich doch gar nicht gelaufen sein. Erstmal in luftigere Höhen schwingen. Ich will sehen, wo ich gerade bin. Okay, das hilft mir nicht gerade weiter. Ja, gut. Was kann ich jetzt großartig machen? Eigentlich gar nichts. Das ist.